So, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich melde mich nach 8 Tagen krank, beziehungsweise ist heute eigentlich der 9. Ich bin immer noch angeschlagen, aber ich bin ehrlich, ich habe echt keinen Bock mehr zu warten. Ich probiere es jetzt einmal aus, sprich einmal leicht durchpumpen, dann gucken, was der Körper sagt, wie es mir morgen geht. Weil das zieht sich jetzt langsam schon so lange, da habe ich auch echt keinen Bock mehr. Wenn das morgen jetzt wieder schlimmer ist, dann hole ich mir Antibiotika und fertig. Und dann müssen wir die Wettkämpfe halt ein bisschen nach hinten verschieben. Ist kein Drama. Dieses Jahr sind in 2-Wochen-Takt immer nur Shows. Deswegen alles easy, aber einmal müssen wir jetzt antesten, um zu gucken, was das Immunsystem sagt. Was machen wir da? Brust, Rücken. Locker, werdet ihr sehen, also wirklich locker. 3 Übungen für die Brust, 4 Übungen für den Rücken. Nur durchpumpen, kein sehr hohes Volumen. Keine Dropsätze, einfach den Körper jetzt ein bisschen ans Training ranführen und dann gucken, was morgen passiert. Sowieso, wenn ihr krank wart, wenn ihr jetzt 3-4 Tage gelegen habt, kein Ding. Dann macht normal weiter euren Split, geht wieder rein, alles easy. Wenn ihr aber jetzt so lange Trainingspause hattet wie ich und vor allen Dingen, wenn ihr noch nicht hundertprozentig fit seid, dann bleibt noch zu Hause. Bei mir ist jetzt der Wettkampfgedanke natürlich noch. Wenn du eine Deadline hast, ist das immer noch ein bisschen was anderes. Da muss man immer mal testen und den perfekten Zeitpunkt abpassen. Aber generell, wenn ihr viele Tage gelegen habt, dann macht wirklich 2 Trainingstage, wo ihr einfach nur alles ein bisschen durchpumpt. Macht Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull, wo ihr Beine mit drin habt, irgendwas. Aber 2 Tage erstmal testen, Körper wieder ranführen. Es ist scheißegal, was ihr macht. Es ist sowieso ein Fortschritt, weil ihr über eine Woche nicht trainiert habt. Und genau das machen wir heute. Wie fangen wir da an? Wir fangen mit Butterfly an. Ich habe seit 8 Tagen habe ich 100 bis 200 Gramm Kohlenhydrate, weil ich ja 0 Umsatz habe, in der Diät bin und mein scheiß Gewicht halten muss. Und die frisst mir beim Training mit Kamera in der Hand ein vor. Aber stört mich nicht, aber ist witzig. Meine Form wurde über die Krankheitstage übrigens besser. Also ihr könnt auch tatsächlich Fortschritte machen. Nur ist es als Heavyweight Bodybuilder oder Open Bodybuilder natürlich kontraproduktiv, dann über eine Woche so wenig zu essen, das ist klar. Also ich wurde leerer, dünner. Die Form wurde aber ein bisschen besser. So, warum machen wir Brust und Rücken? Ganz einfach, weil ich nicht abschätzen kann, wie es mir morgen geht. Und dann habe ich lieber 2 große Partien gemacht, wo die Arme noch passiv mit drin sind und so weiter. Sollte es mir morgen scheiße gehen, ich mir Antibiotika holen muss und länger Pause habe. Und ihr könnt davon ausgehen, also wir sind ja ehrlich, deswegen sage ich euch ja, wie es ist, dass ich noch nicht hundertprozentig fit bin und heute teste. Es gibt bestimmt auch viele, die sagen, oh, ich bin gesund, ich gehe jetzt wieder trainieren, denen es aber noch nicht gut geht, die sagen es noch nicht. Also ich bin eher die Fraktion, die es euch sagt. Ich sage euch eigentlich sowieso immer alles. Ja. Weil echt wert am längsten, ne? Auch mit den Fehlern, die man macht. Boah, der Pump ist geisteskrank, das Gefühl ist heftig. Kenne ich, wann habe ich zur letzten Woche nicht trainiert? Weißt du gar nicht, ne? Ja, was? Das war eine Frage. Keine Ahnung. Ja, siehst du. Letztes Jahr. Was für letztes Jahr? Natürlich, wo du krank warst. Auf jeden Fall sehr gut. Ich habe zwar keine Kraft, aber es fühlt sich sehr gut an. Das ist das, worum es geht. Jetzt muss ich nur versuchen, heute keine Drops zu machen. Also es wird halt eher ein etwas langweiligeres Video tatsächlich, was das angeht. Aber so seht ihr halt, wie ich wieder ins Training gehe, nach längerer Pause. Nicht erhöhen. Ich darf nicht. Ja, machst du auch nicht. Hallo, geht's noch? Mach ich doch nicht. Ich lass das so. War macht Gewicht. Und gleich, wenn alle weggucken, dann auf einmal mehr Gewicht drauf. Nein. Wir faken hier nichts. Würde ich mehr machen, würde ich dir auch sagen, mach die Kamera an. Aber nein, machen wir nicht. So, davon machen wir noch einen. Dann geht's weiter. Das habe ich noch nie erlebt. Die regt sich die ganze Zeit auf das Mario auf ihrem Brötchen mal anstatt Pesto.
Das sind so die Probleme von erste Weltmenschen, wisst ihr? So, zweite Übung, Fleiß im Sitzen. Ich will das auch relativ schnell durchballern, weil sonst habe ich nämlich Bock mehr zu machen. Obwohl ich es noch nicht kann. Testen wir erstmal. Also wirklich Gefühl. 30 Kilo, sonst mache ich da 50 oder voll. Vorne ein bisschen halten. Ja. Oberkörper habe ich ja bei der Übung immer ein bisschen weiter vorne. Bauch anspannen, also komme ich viel mehr in die Dehnung nach hinten. Finde ich den Winkel geiler. Passt. Damit ihr wisst, was ich meine wegen dem Oberkörper, muss man weiter zur Seite gehen. So, Ausgangsposition. Oh, du siehst gerade dick aus. Scheißegal, ist Oberkörper. So komme ich halt voll weit in die Dehnung. Und das ist cooler, weil ich bin hinten freier, als wenn ich die Lehne da habe. Und dann aus der Brust nach vorne ein bisschen aufrichten. Wieder so. Und hoch und aufrichten. Und zwischen der Brust quasi versuchen, was einzuklemmen. Und letzte Brustübung, die Presse. Schrei nicht so. Ich merke auf jeden Fall, ich habe echt wenig Luft noch. Also ist gut, dass wir langsam machen. Ja. Also wirklich echt drei normale Sätze bei drei Übungen mit moderatem Gewicht. Ist halt locker weg. Und dann mal gucken, was der Körper morgen sagt. Wenn er morgen sagt, Chris, fick dich, du dummer Spast, dann kriegt er halt länger Pause. Was schüttelst du im Kopf? Wie redest du? Ich rede so, wie ich reden will. In meinen Videos, da gibt es keine Zensur. Dann kriegt er halt länger Pause und dann verschieben wir alles ein bisschen nach hinten. Hm? Was? Du willst wieder Schläge haben später, ne? Kann man wieder ein bisschen Kontrolle üben, ne? Kann man halt so eine Chance nutzen. Wollen wir in der Kabine nachher eigentlich nochmal gucken, wie es aussieht gerade? Yes. Bin aber unrasiert. Ja. Und? Trigger. So, einen hier noch, dann ab zur Rücken. Mehr wäre heute auch echt nicht drin. Tatsächlich. Das merke ich. Ihr sollt doch nur mal durchpumpen. Die mach ich doch. Oder hast du schon einen Dropsatz gesehen? Ja. Was als die Kamera aussah. Lüg nicht, Alter. Richtig dreckig. Richtig dreckig. Der verarscht euch alle nur. Warum sollte sie sonst so außer Atem sein? Mach mal aus, so krieg ich Schläge. So ein System gibt es da heute nicht. So viel Gewicht, was noch moderat ist. Was ich aber gut merke, mit ein bisschen Halten, einfach nur Blut reinkriegen. Mehr nicht. Was witzig ist, eine gute Sache an den ganzen Pausentagen, Schulter tut nicht mehr weh, Bizepssehnen habe ich noch nicht gemerkt. Stimmt. Das einzig Gute. Vielleicht war es Schicksal. War aber nur Schicksal, wenn es mir morgen gut geht. Wenn es mir morgen schlechter geht, dann war das Video hier einfach nur dämlich. Aber so ist das halt. Ist halt echt, ne? Fertig.
So, nach Latzug weit, Rudern eng. Oh, das ist vielleicht ein bisschen mehr als moderat. Nee, geht. Volle Dehnung mit. Ein bisschen mit aufrichten. Ja, da mache ich weniger. Das mündet schon in Anstrengung. Ja, ich bin's. Du bist ja. Kannst du heute vielleicht auch nochmal mit dem Hund gehen? Oh, Christopher, ich bin im Garten und muss gleich mein Auto wegbringen. Das wird echt schwierig. Ja, ich melde mich dann. Ja. Ja. Ja, danke. Tschüss. So, das nennt man familiäre Unterstützung, Freunde. Weil hier nach, damit eine Risikominimierung, nachher nur noch gar nichts. Gar nichts. Essen ist ja sowieso wenig. Darüber kann ich die Regeneration nicht holen. Deswegen, da wird Mutti wird mobilisiert. Übung Nummer 3. T-Bar aufgelegt, leicht. Frei nicht. Da muss ich stabilisieren. Das lassen wir heute mal. Einfach nur aufgelegt, einfach nur mittleres Gewicht. Fertig. So, jetzt greifen wir ein klein bisschen tiefer. Für ein bisschen Variation. Nicht nochmal. Dein Kopf. Mein Kopf ist immer rot bei der Übung. Nee, guck dir das gleich mal an auf Video. Blutdruck. Junge. Das hat aber nichts damit zu tun, Vogel. Du hast mich klar, seit, weil du nicht richtig atmen kannst. Du hast mich seit einem Monat nicht gefilmt. Du siehst das nicht. Das sieht immer dabei so aus. So, das Tiberruder im dritten Satz haben wir gelassen, weil mir beim zweiten fast der Kopf explodiert ist. An der Stelle kann man auch nochmal erwähnen, dass das, was ich jetzt hier gerade mache, dieses Testen, obwohl man noch angeschlagen ist, jeder von euch, der gewisse sportliche Ziele hat, irgendeine Deadline hat oder Wettkampfsportler ist, egal ob Bodybuilding, Tennis, Leichtathletik, was weiß ich was, wird das kennen. Dass man das dann auch antestet, wenn man noch nicht hundertprozentig fit ist, weil man gucken muss, ob es wieder geht und keine Zeit verschwenden will. Für Hobbysportler, ganz klare Sache, macht Pause, bis ihr gesund seid. Natürlich eigentlich auch für jeden anderen sonst. Das, was jetzt hier gerade ist, das ist so der ungesunde mentale Part am Sport, aber dem müssen wir ja auch zeigen. Ich verstehe mich ja nicht. Ich will gucken, dass ich so früh wie möglich wieder angreifen kann, dass es geht, deswegen heute Halbgas und testen. Und wenn ich merke, es geht nicht, dass ich dann meine Pläne frühzeitig nach hinten verschieben kann. Und mit dem Kopf dann fokussierter bin auf das neue Ziel, was ein bisschen weiter hinten liegt. Und mich nicht stresse weiter wegen der eigentlichen vorherigen Deadline. So, jetzt habe ich noch ein Bart rasiert. War 8 Tage kaum vor der Tür. Sieht sowieso aus wie so ein Leprakranker gerade. Den dritten Satz hier wechsle ich die Griffe einfach ab. Ansatz unten, so Mitte.
Also da seht ihr, wenn ich hier den Griff mache, dann gehe ich auch immer so, um richtig alles zusammenzupressen. So, Klimmzüge und Jalla fertig. Schaffst du eh nicht. Seit Beginn der Diät habe ich da immer Schmerzen gehabt in der Schulter. Konnte ich nur mit noch mehr Zusatzgewicht machen. Ist weg. Eine gute Sache hat die Scheiße gehabt. So Leute, das war's auch schon. Ein sehr unspektakuläres, aber ehrliches und ungeschöntes Video. Gerade wegen dem, was ich gesagt habe. Mit dem Unterschied, wenn man krank ist, war Hobbysportler oder Athlet. Der Kopf von einem Athleten, was nicht unbedingt gesund ist und so weiter. Das sind auch alle Sachen, ja, die gehören tatsächlich dazu. Beim einen schlimmer, beim anderen besser. Bei mir ist schon besser geworden, aber ist halt immer noch da, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ist klar. Supplements gab es keine jetzt vom Training, man hätte es ja nicht gebracht. Normalerweise All-In. 3D-Pump für den Pump. Und das Intra drin, Heat und Ignite auch, aber die habe ich jetzt gerade gar nicht mit. Code CRISPR HPN, wisst ihr Bescheid. Und wir sehen uns im nächsten Video.